Wir haben Verhandlungen gehabt Ende März in Istanbul mit einem hervorragenden Ergebnis für die Ukraine. Alle toten Ukrainer und auch alle toten Russen, die seit dem 9. April gestorben oder verwundet, verletzt wurden, sind darauf zurückzuführen, dass die Ukraine daran gehindert wurde, diesen Friedensvertrag zu unterschreiben. Ja, das ist wie Putin, darf der ich sagt, mal, wie Putin, ich wie Putin, wie Zelensky sagt. Nein. Gucken Sie, ach, Sie haben doch gar keine Ahnung. Putin gucken, hat gesagt, ach, jetzt rede ich mal. Augenblick. Ich möchte reden Sie nicht dauernd dazwischen. Sie. Schauen Sie mal auf die Internetseite von Herrn Zelensky. Am 29. März 2022, was er da schreibt. Sie und der Verhandlungsführer, Ihr Verhandlungsführer, der Parteivorsitzende in der Rada von Herrn Zelensky. Was hat er gesagt? Wissen Sie das? Es war kein Friedensvertrag. Er hat gesagt, das war das Beste, Vertrag, was man je kriegen um eine könnte. Feuerpause. Ach.